Boah, geht das weit hinab. Marquardt ist einer einer Position, von der aus er die Mauern des Herrschers überblicken kann. Zeig mal her. Der gesamte Handel im Sinai muss die Festung passieren, die als die Mauer des Herrschers bekannt ist. Rufio hat Ampelius das Kommando, Kommando über diese Festung gegeben. Er inspiziert persönlich alle Waren, die auf die Halbinsel gebracht oder von dort exportiert werden. Um nicht erkannt zu werden, kleidet er sich so wie seine Hauptmänner. Deshalb kann Senu ihn nicht identifizieren. Aha. Na gut. Also müssen wir alle Hauptmänner nochmal genauer unter die... Okay. Unter die Lupe nehmen. Ja, hier kann sie natürlich wieder nicht, ne, ist klar. Ja, aber hier geht's auf einmal. Ist ja cool. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Da spricht er wieder, als wenn er in der Kathedrale wäre, in einem Dom. So, zeig erstmal her. Hier ist ja alles voll. Gibt's hier noch einen? Okay, geheimer Eingang, ist klar. Reist. Gucken wir erstmal, wo uns der Marker hinführt. Komme ich da? Nee. Schaffst du, Junge. Er hat sich da festgehalten. Cool. Okay, da kann ich die Mauer überblicken. Und dann zeigt er mir wahrscheinlich die ganzen Kommandeure. Würde ich denken. Paratiritirio. Zeig mal her, Para. Bayek! Hierher! Ja. Bin ja schon da. Tahira sagte, dass du kommst. Wer ist mein Ziel? Ampelius. Er beaufsichtigt den Handel auf der Halbinsel. Du findest ihn unten. Sieht schon cool aus. Er presst blutigen Saft aus jeder Münze, die den Horus wegnimmt und diese Mauern passiert. Wie erkenne ich ihn? Da gibt es ein Problem. Er kleidet sich wie seine Unterführer. Aus der Ferne ist er nicht zu erkennen. Bist du sicher, dass er in der Festung ist? Allerdings. Mein Partner ist hineingegangen und nicht zurückgekehrt. Erwarte mich bei den betenden Händen. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn mit. Was ist denn das hier? Eine Nebenquest ist aufgetaucht. Und hier, Junge? Aha, okay. Also wirklich, das... Warum haben sie denn nicht für die Erweiterungen auch solche Ziele... das... Mann, da ist das so schön, aber diese Kleinigkeiten... Na los, stürzen wir uns mal hinab. Bei den Göttern... Guck mal erstmal das Nebenquest uns an. Das ist cool hier. Das fetzt. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ja. Steht hier einer? Nee. Okay, wir können bestimmt auch hier lang, ja. Der verfluchte Ampelius. Ein Verborgener.
Sein Leichnam sollte nicht wie Unrat behandelt werden. Bist du das? Ach so, hier bist du. Ich werde dich ehren, treuer Diener des Credos. Find einen angemessenen Ruheplatz. Tja. Schwierig. Zeig mal her, ob er mir einen Ruheplatz vorschlägt. Nee. Ich muss dich erstmal ablegen hier. Murs! Ego ludere sordida! Noch einer. Wo kann ich den mal hintragen? Ja, Klassiker. Komme ich denn hier runter mit dem? Nee. Nee, das geht nicht. In consumationem. Ja. Wie komme ich noch hier raus? Hier runter vielleicht? Mal gucken. Ob das voll... Nein, nein, nein. Nein. Komme ich hier runter? Ja, das geht. Schleuse die Leiche. Ja, das haben wir gemacht. Ach so, jetzt. Oh, da oben. Dann wollen wir mal einen angemessenen Ruheplatz für ihn suchen. Aber wie komme ich denn... Kann ich denn mit ihm da hochklettern? Na, da bin ich gespannt. Dann suchen wir Amperius. Nee, er kann nicht klettern. Nomos Klysma. Da muss ja jetzt ein Weg hochgehen, weil... Klettern ist schwierig. Ach so, da geht's noch her. Kommst du hier hoch? Okay, das geht. Und jump. Der springt. Nee. So hoch kann er nicht. Suche einen Weg. Ja. Mann, so eine zerklüftete Angelegenheit hier. Und jetzt? Boah, das ist ganz schön. Komme ich hier vielleicht hoch? Nee. Wie sieht's aus? Schwierig. Da hinten vielleicht. Nee, hier ist auch wieder Sackgasse. Ah. Ich leg dich erstmal ab hier, Junge. Ich muss dich hier erstmal ablegen. Da oben. Aber wie komme ich da hin? Okay, bis hier hoch müssen wir es vielleicht schaffen. Komm mal her.
Mal gucken, ob wir es bis da hoch schaffen. So, und jetzt nochmal hier rüber. Aber jetzt wie weiter? Hier geht's nicht hoch. Ah, hier geht's ein Stück. Und jetzt? Drüben, okay. Okay. Puh. Möge Horus dich in die Gefilden der Binsen führen und Amun sein Licht auf dein Kar richten. Ich bleibe bei dem Verborgenen und geleite ihn in die Gefilde der Binsen. Ja. Danke, Bayek. Boah, Level 54. Ja, hier ist natürlich ein schöner Ausblick. Das sieht toll aus. Wir könnten nochmal da hochklettern. Irgendwas veranlasst mich dazu, da nochmal hochzuklettern. Ja, ich weiß, Quest. Machen wir wieder auf den hier, Mauer des Herrschers. Ich will hier nochmal hoch. Und dann gucken wir mal, wie das mit dem Fotomodus ging. Vielleicht. Zeig mal her. Hält er sich wieder imaginär an der Luft fest? Komm schon, da oben ist bestimmt irgendwas. Komm schon. Bin ich auf der... Ach, sind zwei. Zwei Spitzen. Toll. Wahnsinn. Das ist schon cool. So. Fotomodus. Zeig mal her. Da hier geht's nicht. Gucken wir mal, ob wir was finden auf die Schnelle. Fotomodus. Links, rechts, gleichzeitig. Passiert nichts. Links, rechts, gleichzeitig. L und R. Hä? Aber das drücke ich ja die ganze Zeit. Da passiert aber nichts. Ja, L und R. Also linker Stick und rechter Stick. Gleichzeitig drücken soll zum Fotomodus gehen. Ja, schade ist, ne? Also ich drücke jetzt beide gleichzeitig. Passiert aber nichts. Kann ich hier springen oder bin ich tot? Ich bin bestimmt tot, oder? Nee, du mal wieder dein wegstecken. Also wenn ich tot bin, bin ich tot, ne? Ja, ich bin tot. Scheiße. Wie weit hat's uns denn? Okay, ein bisschen weiter rangerückt. Also der Fotomodus scheint nicht mehr zu funktionieren, oder? Ich krieg's nicht mehr hin. Na gut, sind wir halt mal wieder gestorben, was soll's. Jetzt müssen wir noch Ampelius ausschalten. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Aber wir könnten erstmal die ganzen Typen alle identifizieren, die hier so... Ja. Die hier alle rumfleuchen. Aber es sind nicht mehr ganz so viele wie damals.
Das war er schon mal nicht. Den hier, den holen wir. Im Schleichen. Da oben ist einer, da drüben. Ja. Ultimum Code. Ja, ich weiß. Sibiabe, ibi manere. Hey. Lames, cooles. Also das Schwert ist schon nicht schlecht. Muss ich sagen. Was machst denn du da unten, Junge? Na? Misttyp. Höchstleistungsangriff. Hauptmänner und Kommandanten, aber der zeigt mir ja die Hauptmänner und Kommandanten auch nicht an. Oh, der will da Hilfe rufen, das geht doch nicht. Mann, ich das. Mist. Wo, wo, wo? Ach, hier. Hey, versteckst du dich? Ja, komm hoch zu mir, komm. Ich weiß doch, dass du das willst, oder? Nicht? Okay, greif zu. Gucken wir mal weiter, weil. Aber der Senu hat ja auch die Herrscher nicht identifiziert. Sehen wir irgendwo jemanden? Da steht einer. Boah, 27.000. Junge, 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 Junge. Okay, dann schnappen wir uns mal den hier. Weil der gerade so schön dasteht. Und dann sabotieren wir mal kurz die Falle. Nee, die Falle nicht, die. Das Leuchtfeuer. Und tschüss, Junge. Ist der verfluchte Ampelius. Ja, hier sind natürlich viele. Oh, da ist er. Da ist er. Der verfluchte. Wir holen uns erstmal den hier oben. Boah. Der hat aber zugeschlagen. Meine Herren, Junge. Oh, schon wieder so ein Typ. Mann. Hallo. Boah, jetzt hatte ich aber kurz ein bisschen. Kleines bisschen hatte ich kurz. Ich wollte die Waffe mal wechseln. Da ist er. Hat er jetzt gemerkt, dass wir da sind?
schwierig. Jetzt habe ich sie alle aufgehalst. Mist. Ich muss hier weg. Weg. Ich muss erstmal hier weg. Nein. Ich sollte mich erstmal ein bisschen ausruhen, komm. Na. Mann, ist das ein oh, ein Sprungangriff. Sehen Sie mich hier? Ne, okay. Jetzt habe ich den natürlich komplett verloren, den Typen. Jetzt muss ich sie alle einzeln wegmetzeln, so ein Scheiß. Der ist ganz schön böse hier, der Typ. Ah, ich muss weg. Ich muss weg. Der mit der Nebelwand, oder bin ich das? Ich glaube aber nicht. Oh. Also die Attentäter, die sind echt klasse. Ja, hallo, was willst du denn? Hier ist aber was los. Schon wieder eine Nebelwand. Du nervst. Hätten wir nur wohin? Ja, du nervst total. Oh, sag mal. Komm, tschüss. So sieht's aus. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen ausruhen hier. Wo ist der König hin? Alles voll hier. Jetzt kann ich zumindest den Kettenwurf anbringen. Oh, wenigstens ein was. Oh, da hätte ich noch einen Kettenwurf machen können. Ultimum Code, Tentacet! Boah, ein Gemetzel hier, Manometer. Wo ist der König hin? Lite Ivi!
C'est calque, Capitis. Ego stand am Team. Jawohl, das war ein schöner Schlag. Aber auch gut der Schlag. Ja. Die Waffe gefällt mir gut. Ah, das war nix. Wie sieht's denn aus mit Pfeilen? Da oben. Ich hab wieder ein paar verbraucht. So. Habe ich hier keine Falle rangelegt? Hm. Da hinten. Machen wir mal eine Markierung drauf. Wo denn schon wieder? Ja, ja. Und tschüss. Oh, da kommen noch mehr. Okay, da müssen wir mal hier ein bisschen aufräumen. Da ist er. So. Ach du. Weiter geht's, komm. Das ist er. Oh, jetzt fällt er auch noch hinab. So, noch mehr hier. Das für eine Linie. Hä? Wo denn? Wer schießt denn wie so ein Verrückter hier? Erstmal weg hier. Na gut, dann bestätigen wir mal. Was für ein nettes Kerlchen, Ampelius, der Verwalter. Abgeschlossen. Jagdbogen, schmerzloser Tod. Das klingt interessant. Zeig mal her. Schmerzloser Tod. Wo ist er denn, der schmerzlose Tod? Da oben gleich. Aufladetempo, Adrenalin bei Treffer, Schlag bei Treffer. Okay. Ach, Schlaf bei Treffer.
Dieser Bogen wurde von Ma'at selbst hergestellt und perfekt ausbalanciert. Er bringt einen schnellen, dem Schlaf ähnlichen Tod. Das ist, genau, wir machen mal den auf den Arm. Ja, jetzt haben wir den mal ausgerüstet. Okay, wir wechseln mal auf den. Das ist so ein Speedschießen, oder? Haben wir hier mal jemanden? Freunde, wie sieht's aus? Niemand da? Na gut, dann ist erstmal niemand da. Haben wir wieder ein Quest erledigt. Wo die Sklaven sterben. Genau, Rufius. Rufius Stellvertreter, der ist noch. Der ist noch zu erledigen. Gehen wir mal hier hoch. In Klysma sind wir wieder. Da oben ist er irgendwo. Der Stellvertreter. Der beutet die anderen dann auch aus. Steinbruch von Klysma. Na los, Stelli. Du wirst vorstellig werden. Und dann haben wir es wohl gut geschafft. Zeig mal her. Was haben wir hier? Ein Geheimeingang. Der wartet auf mich. Ja, ist er nicht nett? Er wartet auf mich. Komm schon. Zeig mal her. Ach so, jetzt sprechen wir erstmal mit Tahira. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ah, Bayek. Es wird Zeit, Rufius Unterführer auszuschalten. Tacitus hält sich oft hier über dem Steinbruch auf. Er ist ein brutaler Aufseher. Täglich statuiert er Exempel an seinen Arbeitern. Also Tacitus. Ich bleibe hier und sehe mir diesen Wacker an, bevor wir wie Senu über ihn herfallen. Mach das. Der Henker wird jetzt selbst zum Gehängten. Kann ich ja Pfeile erfüllen? Sehr gut. Ja, Senu, ich ruf dich mal. Da ist er. Er arbeitet. Okay, hier ist ordentlich was los. Gehen wir mal ein bisschen Schleichweg. Na. Boah, es ist gleich wieder alles voll hier. Und gleich bin ich tot. Bin ich noch nicht tot? Nee. Ich muss erst mal abhauen. Macht etwas daraus. Ich muss erst mal hier weg. Aber ich bin noch nicht in Sicherheit. Und jetzt? Na, hier bist du. Das
Komme, Junge. Oh, ein Schlag. Ah, nicht so schlecht. Gut. Ja, komm. Ah. Der Bogen ist nicht so die Welt. Hey, ah, oh, weg. Oh, Wahnsinn. Klasse. Jetzt sind die alle wieder auferstanden, oder? Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Kranker Mann! Mal gucken, ob wir uns irgendwie an den Rand schleichen können, ohne dass wir... Und andere traurige Gestalten. Justitia herrscht über den Sinai, wie über alle Länder unter römischer Herrschaft. Letargie ist ein so ernstes Verbrechen wie Verrat und Fahnenflucht. Dieser Steinbruch untersteht dem Gesetz. Langsames Arbeiten schadet den Dörfern und schwächt das Militär. Für heute. Na, so geht's auch. Möge Osiris dein K auf ewig quälen. Aber jetzt sind natürlich massig von den Typen hier übrig. Oh, oh, das war ein schöner Schlag. Hui. Ja, ich bin hier. Oh Mann. Sic, recurre ad mulierum terras. Ja. Was ist mit euch? Kann ich euch retten irgendwie? Ihr seid frei. Macht etwas daraus. Diesen Kampf kannst du nicht gewinnen, Römer. Kann ich dich ja auch noch befreien, Junge? Holt euch Nabatea zurück. Hallo, ich will dich. Oh, du bist doch schon. Oh, schade. Du auch? Hm, schade. Und du? Oh, schade. Na gut, dann. Und dann war's das mit Tacitus. Aber wahrscheinlich werden sie bald jemand anders finden, der die Sklaven ausbeutet und tötet. Gehen wir nochmal zu Tahira. Ich fürchte, dass uns mehr Römer bevorstehen. Siehst du? Tacitus hat noch mehr Truppen. Da bin ich ganz sicher. Wenn wir den ganzen Betrieb lahmlegen, gibt es vielleicht einen Aufstand, was noch besser für den Sinai wäre. Hab ich mir gedacht. Das könnte schlimm werden.
Die Befreiung der Gefangenen wird uns helfen. Na mal sehen. Verstohlenheit könnte sehr wirkungsvoll sein. Tibiave! Ibi manere! Mann, was willst du denn? Murs! Ego ludere sonida! Verstohlenheit hat sie gesagt. Ja. Das ist was anderes, was wir da gerade machen. Wo ist denn der hin? Ja, Verstärkung ist auf dem Weg. Welcher Verbündete? Wo denn? Ach, Zeno ist nicht verfügbar. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Mann. Boah, da ist echt viel Verstärkung hier. Ja, ist ja klar. Ja, wo denn? Sag mir doch mal wo. Los, macht Hyänenfutter aus den Römern. Na. Ich sehe nix hier. Ego stand am Tibi Dolor. State! Verstärkung. Ich füge sie dem Opfer für Anubis hinzu. Ach, alle Römer. Boah. Schande, ist ja was los. Mist, ich muss hier weg. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das war wohl nix. Ja, jetzt läuft's. Hey, hier gibt's ein Problem. Hey. Okay. Da ist noch einer. Das Land des Türkis den Nabatäern zurück. Und da ist noch einer. Tamilat ist schnell. Der Aufstand weitet sich aus. Warum stehst du hier so? 21 Meter. Ach, da oben versteckt sich einer.
Beute zu töten. Ja. Und wo ist der Nächste? Sei wachsam. Hey, halt deine Waffen bereit. Klar? Ja, Bayek. Du bist noch der Krieger, den ich kannte. So wie du, Tahira. Du kämpfst immer noch mit Sobek. Ein Gott? Der Steinbruch muss in guten Händen bleiben. Das wird schwer. Rofio wird mehr Centurios schicken. Und dem Steinbruch sind noch Sklaven, die befreit werden müssen. Zähigkeit ist eure beste Waffe. Arbeitest du für Gamilat? Wir wissen von den Verborgenen, den großen Helden im Schatten. Niemand arbeitet für die Verborgenen. Gut, ich danke dir für die Hilfe. Wenn ich in Zukunft dein Zeichen sehe, werde ich es achten. Guter Mann. Meisterstufe. Ich sollte den Verborgenen die guten Nachrichten bringen. Die Rebellion hat begonnen. Keine Kette ist zu stark. Meisterstufe, das heißt, es ist Schluss für mich. Höher kann ich nicht. Was war das hier? Ach, da lag einer. Lass uns mal kurz in die Quests reingucken. Die Kette ist zu stark. Nun, da die drei Stellvertreter Rofios ausgeschaltet sind, müssen die Verborgenen die vollständige Befreiung der Halbinsel planen. Reise für eine Einsatzbesprechung zum Büro der Verborgenen. Okay. Ja, wir sind doch aber... Na gut, wahrscheinlich geht es nicht höher als 55, das kann sein. Drei Fähigkeitenpunkte. Ich kann ein Tier mit einem Schlafpfeil betäuben und es zähmen. Na dann. Haben wir das mal gelernt. Tierdompteur. Mit Y. Okay. Wir werden aber jetzt hier ein Ende finden. Ich gehe noch ein bisschen in Richtung der Verborgenen. Und dann ist nämlich hier Aufnahmestopp und auch Folgenende. Und in der nächsten Folge werden wir dann Sinai befreien. Also ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wünsche euch selbst auch viel Spaß beim Origins spielen. Macht was Schönes. Also dann. Gehabt euch wohl.